Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Lisbon Talk. Mein Gast heisst mit bürgerlichem Namen Willy Vogel und dauert seit dem Jahr 2009 als Willy Tell und seine Band durch die Schweiz und sorgt mit Folk Alpenrock für gute Stimmung. Herzlich willkommen, Willy. Hallo Bernadette. Früher bekannt als Willy, hast du dir vor 4 Jahren entschieden, eine neue Band zu gründen. Ich denke, das war sicher nicht ein einfacher Entscheid gewesen und der Weg war sicher nicht immer einfach gewesen. Jetzt, von wo holst du dir die Kraft, immer nach vorne zu schauen und weiterzumachen? Ja, es ist wirklich so, es war nicht ganz einfach gewesen, aber wie so das Leben spielt, es gibt Veränderungen, man wird älter, man tut sich weiterentwickeln. Und ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, wie du gerade sagst, einfach vorwärts zu gehen, ein bisschen etwas Neues, einen neuen Schwung reinbringen. Und es befriedigt mich total und ich habe riesen Freude. Okay. Jetzt, was oder wer inspiriert dich für neue Lieder zu schreiben, wenn du einen Text am Schreiben bist? Was mich inspiriert? Ja. Oh, alles. Okay. Also manchmal voll aus dem Leben raus. Manchmal, ich habe gerade die letzten paar Lieder gemacht über Frauen. Okay. Ja. Es ist aus dem Leben raus, auf der Straße. Und vor allem sehr einfach schweizbezogen, wenn ich in den Bergen bin, die Freiheit spüre. Das inspiriert mich. Jetzt bist du schon sehr lange als Musiker unterwegs. Wie haben sich deine Lieder in den letzten Jahren verändert? Sind sie persönlicher geworden? Oder? Ja, da kann man. Sie sind sicher persönlicher geworden und vielfach ein bisschen tiefgründiger auch. Obwohl ich nach wie vor immer so spassige Lieder mache oder mit dem Motorsage sage, so, dass ich eben Gag mache, so, das mache ich nach wie vor, das finde ich witzig. Aber grundsätzlich kann ich einfach ein bisschen tiefgründige Lieder und wo man auch darf ein bisschen hinterher liegen und ein bisschen zuhören. Ja, das ist meine nächste Frage. Wie viel persönliches Drama steckt in deinen Liedern? Ist das wirklich in jedem Lied etwas Persönliches in deinem Leben? Oder? Nicht ganz, nein. Aber es sind schon viele Erfahrungen drin, die man dann so ein bisschen verarbeiten. Und manchmal, der eine oder andere spürt so, wenn er genau auf den Text hört, was da ein bisschen hinter einem verborgen ist. Okay. Jetzt könntest du dir auch vorstellen, mal ein Lied auf Englisch zu singen, oder denkst du, dass deine Fans nicht so freut? Ich tue mir ein bisschen schwer damit, aber ich muss sagen, ich habe es sogar einmal gemacht, aber ich habe sogar einen Mix gemacht, und zwar habe ich mitgemacht bei einem Wettbewerb, wo es darum ging, den Hockey-WM-Song zu machen, wo da die WM war, 2009, da bei uns in der Schweiz. Und nachher war es dort so ein bisschen vorgegeben, es soll etwas international sein. Und nachher habe ich den Song gemacht, ich habe den Refrain auf Englisch und die Strophe auf Mundart. Und sie ist tatsächlich angenommen und ist zum offiziellen Hockey-WM-Song gewählt worden. Gratulieren. Mit ein bisschen Englisch drin. Perfekt. Ja, das ist natürlich noch ein guter Mix. So. Ja. Du arbeitest ja manchmal mit Songtexten zusammen. Oder? Das hast du ja auch schon gemacht. Machst du es lieber mit einem Songtexten zusammen oder eben einfach selber? Also das meiste entsteht selber. Schon, das meiste entsteht selber. Und dann war ich im Studio beim Adi Sturzenegger, wo ich meine erste CD gemacht habe, unter dem Namen Willy Tell. Ja. Und er ist sehr kreativ und hat mir auch einen Vorschlag gemacht und hat mir gesagt, hey Willy, komm, ich will mit dir einen Song machen, bist du dabei? Genau, den er geschrieben hat. Ja. Genau. Und das habe ich natürlich gerne angenommen. Aber über alle Seiten, das meiste mache ich selber. Okay. Du hast es vorhin schon angesprochen, wegen Motorsagen. Ja, da gehört, dass du sehr unterhaltsame Konzerte hast. Ja. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Wenn man eigene Lieder bringt, und man könnte die noch nicht so sagen, wenn man das erste Mal hört, ein Konzert ist ruhiger, weil man hört dazu. Und die Erfahrungen sind so, man will gerne, es soll ein bisschen Schwung sein und es muss immer etwas abgehen. Das ist das, was nachher bleibt, im Konzert sagen, wow, so, es geht ein bisschen etwas. Und jetzt, als ich das schön kann, ein gutes Konzerterlebnis machen, also am Schluss des Abends einfach alle Freude haben, tue ich so ein bisschen Show machen oder ein bisschen etwas zum Ankicken. Ja. Und so habe ich zum Beispiel, ich spiele Smoke on the Waters mit der Motorsage. Und dann gehe ich so frech, ich gehe immer in einen Tisch rein oder ich tue voll mein Kürzel einfräsen. Wow. Und die Leute haben so den Plausch an dem. Und mit dem tut man so, sage ich, live kann man so kicken und die Leute überraschen. Und nachher dann kann ich wieder, sage ich jetzt mal, auch zwischendurch ein
tiefergründig ein Lied spielen, als die Leute wieder zuhören. Und am Ende des Abends haben einfach alle Freude. Es war nicht langweilig und gleich in tiefgründig ist etwas gegangen und hat gefackt. Cool. Und das passt. Super. Jetzt, und wie kann man sich der Willy Tell und seine Band vor einem Konzert vorstellen? Bin ich nervös. Bist du nervös? Ja, immer noch. Sicher? Ja, immer noch. Bin ich immer noch nervös. Und was machst du gegen das? Was ist dein Heimrezept? Ich habe es noch nicht richtig gefunden. Nein. Einfach, das muss man durch anscheinend. Ja, es ist nicht immer gleich. Es ist natürlich schon nicht immer gleich. Aber man kann sich gut vorbereiten, Gedanken ein bisschen fokussieren. Und am meisten nervös macht es mir so ein bisschen zu reden. Spielen an sich geht mir viel ringer. Ja. Dann nimmt mich aber jetzt umso mehr Wunder. Wie bist du nach dem Konzert? bin ich euphorisch, habe ich Freude. Das kommt natürlich so. In den allermeisten Fällen komme ich einfach eine positive Resonanz über. Und das stimmt auch fröhlich. Ich glaube, es geht in vielen Leuten so. Und wenn ich daheim bin, braucht man wirklich noch ein bisschen zum Abfahren, dass man wieder ein bisschen ruhig kommt. Aber es gibt natürlich schon ein bisschen Adrenalin, klar, die ja, auftut. Und man macht Freude, das ist geil. Wow. An welches Konzert bist du zuletzt selber als Besucher gewesen? Das letzte Unheilig. Unheilig? Unheilig, Schatthauer Sursi. Okay. Das war mega geil. Also, warum das Konzert? Bist du wirklich Fan von diesem Musiker? Oder? Sie sind so durchgekommen, viel im Fernsehen gesehen in Deutschland. Und dann sind sie in meine Region gekommen, Sursi. Das ist gerade 10 Kilometer nebenan, wo ich wohne. Und nachher dann habe ich gedacht, ich wollte jetzt mal schauen. Aber das gefällt mir schon. Die haben auch einfach. Tut ein bisschen etwas. Nein, hat mir super gefallen. In der heutigen Zeit ist es ja ganz normal, dass man Lieder auf iTunes runterlässt. Leider ist es so, dass sehr viele ihre Lieder gratis vom Internet runterladen. Wie geht man mit dem als Musiker um? Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja. Also, ich weiss gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also schlussendlich, ich mache Musik. Aber es ist leider schon so, wie soll ich es sagen? Wenn ich Musik rausgebe, es ist immer eine Wertschöpfung hinterher. Ich mache mir Gedanken für einen Text, ich mache mir Gedanken und Zeit für eine Komposition. Und schlussendlich jetzt kommt, das ist ja noch für mich, das muss man ja nicht rechnen. Ja. Aber wenn man jetzt geht man ins Studio, man muss es zahlen, es kostet einfach. Also ich gebe mein Herzblut an etwas hin und etwas aufwenden. Und jetzt ist es fast ein bisschen gängig geworden, als man das Gefühl hat, man kann alles einfach gratis hinziehen. Ich kann nicht in Mikrogramm gratis einen Liter Milch holen. Ich muss auch für das zahlen. Und darum, also wenn sich, ich muss so sagen, wenn sich Musik verbreitet, dann haben wir alle Freude. Ja. Aber als einfach nur alles gratis ist, es geht einfach am Schluss endlich nicht auf. Klar, ja. Also ich denke schon, dass das ein Problem ist geworden. Wenn du nicht Musiker wärst, dann wärst du was geworden? Ich bin Bauernbub. Ich habe Bauer gelernt, Landwirt. Ich habe Möbelschreiner gelernt. Und ich lebe nicht 100% jetzt von der Musik. Ich arbeite noch Teilzeit und ich arbeite in einer Dekoration von einer Uhrenfirma. Voilà, okay. Und was wäre ich sonst geworden, wenn so? Ja, nein, das bin ich einfach, ja. Okay, gut. Wann dürfen wir uns auf einen neuen Song von dir und deiner Band freuen? Ist da etwas am Tun? Es ist etwas am Tun. Ich bin dran. Immer und immer wieder. Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit gelassen, für eine ganze CD rauszugeben. Da bin ich dran. Ich sage jetzt nicht wann, aber ich kann mir sagen, ja, aber demnächst. Okay, sag's gut, mal so. Sehr schön. Ja. Habt ihr in Nächstigen hier um ein Konzert? Ja, es ist in Riegisberg. Ja. Dort ist eine geile Sache, so in einer Maidröscherhalle, die Gofferskülbe. Da spiele ich mit der ganzen Band, das ist eine tolle Sache. Nachher bin ich noch in Mümliswil. Gerade nachher, das ist am 10. Mai. Und dann, was ganz so interessant ist, das wäre schon noch fast ein bisschen da in dieser Region. Am 1. Juni bin ich bei der Brienzer Rothornbahn. Ja. Bei der Eröffnung, und das ist ganz verrückt, am Morgen um 10 Uhr geht es los, unten, ein Konzert. Und dann kommen wir alle mit dem Bändchen, das sie mir gewidmet haben, grosse, genau, in Bergen fahren, kommen wir nachher auf den Berg und ins Prinzenrothorn schauen. Also das ist so in der Region, jetzt, sagen wir, im weiteren Umkreis da. Schön, super, gut zu wissen.
So, ja, jetzt einzig noch deine Pläne für die Zukunft. Einfach go ahead, so weitermachen. Ja, ich habe gemerkt, ich habe auch schon so viel dürfen erleben, so viel gesehen. Es ist einfach schön, wenn das Herz mitmacht. Also man kann mit Freude etwas mitmachen und alles, was wie jetzt da gerade das, wie du angesprochen hast, wegen dem Download, was gratis ist, so Zeug, wollte ich wie abhaken und nicht lassen. Das ist einfach, ein bisschen, das ist eine andere Geschichte, aber so, ich sage für die Zukunft, Freude an der Musik, weitermachen, komponieren, gute Auftritte haben, CD wieder einspielen. Das ist die beste Voraussetzung, ja. Würde sagen. Ja. Los, herzlichen Dank für das spannende Interview. Merci für deine Zeit und ich wünsche dir und deiner Band alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg. Danke vielmals. Mehr über Willy Tell und seine Band erfahrt ihr unter www.willytell.ch. Merci vielmals fürs Einschalten. Adieu miteinander. Merci. Bitteschön.